Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück zu einer neuen Fahrstunde. Ja, heute machen wir Fahrstunde mit Simon, der macht Prüfungsvorbereitung. Wir bereiten uns auf die praktische Prüfung vor mit Simon. Wie das aussieht, erfahrt ihr in dieser Folge. Gib doch Gas. Mach mal. Durchdrehende Räder hast du, ja? Wenn die Verkehrslage es zulässt, fahren wir weiter. Innenspiegel, Außenspiegel, Schulterblick. Auch hier am Parkplatz? Ladies and Gentlemen, every time, wenn du mich nachts wach machst und sagst Robbo lang, dann sage ich Innenspiegel, Außenspiegel, Schulterblick, wir fahren rechts weiter. Was machen wir jetzt? Wir fahren erstmal weiter, ich bin das erste Mal in meinem Leben auf diesem Weg hier. Also, ihr seht schon, wird ganz witzig, viel Spaß, dranbleiben. Aber erstmal Intro. Die Kraftfahrtstraße. Verlassen bedeutet immer rechts ab. Links und nie verlassen. In Deutschland gibt es nur eine Ausfahrt, die ist links. Die ist so, nee. Hat sich bei Nessa. Ja, Mann. Ja, ich hab's. Heute ist trocken. So ist die Straße. Wir fahren Richtung Dortmund-Derne weiter. Du siehst, wo das ist. Ja. Okay, dann schmeiß erstmal einen Blinker. Wir blinken hier 3 Minuten lang. Beobachte, fahr ganz normal weiter, beobachte auch das. Bleib ganz normal am Gas. Nicht zu langsam werden. Wenn du sagst, es ist cool, machst du einen Seitenblick und gehst dann rüber. Aber langsam. Cool? Cool. Cooler als wir am ersten Mal. Die Ausfahrt immer ungefähr 50 und dritter Gang. Aber erst die 50. Kontrollieren. Kontrollieren. Reicht. Reicht. Und jetzt in Ruhe dritter Gang. Nicht zusammen machen. Wenn du zusammen machst, gibt's Cordon Bleu. Bro, war am Anfang der Kraftfahrstraße. Am Anfang der Kraftfahrstraße war unbegrenzt, ja. Macht aber keinen Sinn. Fahr 120 ist cool. Geil. Links fahren wir weiter. Bringt ja nichts, wenn du dann da auf einmal beschleunigst auf 200 und 30 Meter später ist 120 und musst da wieder eine Vollbremsung machen. Wenn der Blinker ausgeht, nochmal blinken. Wenn es dir auffällt. Mhm. Wenn es dir nicht auffällt, weist dich der Prüfer wahrscheinlich drauf hin. Wenn ich mal die Dinge trete. Jetzt mache ich ein bisschen mehr Klimatisierung. Klimatisatia. Kunststoff, alles rein. Epo. Ich habe ja auch nicht um 13:30 Feierabend. Ja, du hast ja im Auto. Mein Gehirn ist auch schon frittiert hier hinter der Scheibe. Voll. Wie heiß das ist? Ich bin froh, dass ich rechts und links auseinanderhalten kann. Aktiviert die Glocke! So, dann fahren wir rechts weiter. So, Schulterblick hast du gemacht, das sieht schon mal sehr gut aus. Locker, aber keine Kupplung jetzt. Du kannst gerne den Fuß auf die Bremse legen und weit nach links gucken. Nochmal. Genau, wir fahren jetzt geradeaus weiter. Nicht pushen. Erstmal die Straße überhaupt überblicken können. Der macht das so wie Mustafa, der chillt da hinten, ne? Der will halt so eine entspannte Prüfungsfahrt haben. Möglichst wenig schwitzen, möglichst wenig Angstmomente. Dann ist er bei mir verkehrt. Tut mir leid, Sie haben einen falschen Beruf ausgewählt. Herzlich willkommen, schneiden Sie sich gut an. Genau. Die Notbesten befinden sich unter Ihrem Sitz. Wenn Sauerstoffmasken runterfallen, yeah, bleiben Sie ruhig. Dieser Warner Brothers kann er sich sparen. Hobby Park. So. So, wieder ernst jetzt hier. Zwischendurch mal Körper machen eigentlich. Komm mal da hinten, weil man Hilfe.
Nehme ich mir schön 6 Kannen Pilz mit ins Becken und sage, Hilfe! So in etwa. So. Dann springt der Bademeister und sagt, kein Problem, ich habe einen Öffner. Ich bin ja jetzt doch da nochmal in der Ausbildung und ich kann schon, wenn der Betrieb es zulässt, kann ich schon schwimmen gehen, aber in der Regel bei so einem Wetter, vor allem wenn er dann draußen ist, lässt der Betrieb das natürlich auch nicht zu. Ne? Aber wenn du im Becken bist, kannst du ja auch viel schneller retten. Ja. Wie ein Delfin. Und dann rechts weiter. Weiter runterbremsen, ganz easy. Auf jeden Fall zweite Gang. Ne? Schulterblick hast du? Langsam, auf Kupplung los. Ne? Ja, hat er wieder nicht geschafft. Oder? Cool bleiben jetzt. Wir waren ja auch gerade am Schönbecken mental, deswegen wieder back to the street sehen. Die nächste Straße rechts kann man nicht gut sehen. Konzentrier dich drauf, dann erkennst du die. Die nächste Straße rechts. Ja, ich habe es jetzt nur erkannt wegen dem. Dann kann ich nicht schalten. Blinken. Du bist ja schon im zweiten. Bleiben wir neben dem Papiercontainer stehen und parken dahinter. Okay? Ja. Jetzt schon blinken. Und hinter dir kontrollieren. Denn es ist egal, wohinter du parkst, wenn du dir das merkst mit dem Ende von irgendwas an dieser B-Säule. Dann ist alles cool. Denk dran, so langsam wie du kannst. Vorderen gesehen. Den hinteren. Den hinteren? Ja, schön langsam. Und halt schön nach hinten gucken, nochmal die andere Seite auch absichern, dass da keine Leute mit Hund gehen oder was weiß ich. Und dann einfach langsam. Ja, ja, also das ist jetzt noch ein Meter Platz. Ne? Nicht erschrecken. Dass du hier nicht reinkommst, heißt ja noch lange nicht, dass du hier nicht reinkommst. Bleib mal stehen, bleib mal stehen. So rein optisch gesehen, wie gefällt dir das bis jetzt? Geht so. Was ist denn, wenn du jetzt den ersten Gang nimmst und vorwärts fährst? Das wollte ich jetzt gleich machen. Cool. Ich frage mich, wie lange du noch gewartet hättest, weil ich zeig dir was. Ja. Hier ist schon der Bordstein. Aha. Hm? Also viel weiter wäre ich jetzt auch nicht. Nee, ich hatte jetzt gerade vor allem hier drin gesehen, dass ich schon so viel Platz auch habe. Ja. Und jetzt wollte ich tatsächlich gleich umswitchen. Das wäre gut. Das gleich einfach ins Jetzt transformieren und dann. Genau. Und nicht mehr unbedingt näher an den Bordstein fahren, sondern nur noch gerade fahren. War ich gerade? Das Lenkrad. Ja, jetzt ist so und so passt. Ich mache nochmal die Tür auf, dass du es nochmal sehen kannst. Mhm. Okay? Mhm. Ja, gut aus. Alles klar? Wenn die Verkehrslage es zulässt, wollen wir weiterfahren. Ja, das darf ich doch aber auch selber entscheiden. Ich würde jetzt gerne hier noch. Rein rational. Weil er schön am Gucken, wusste das schon. Ey, stopp. Was denn? Ja. Mhm. Und nicht lenken, schön gerade machen die Räder. Ja. Ja, das war so richtig gerade, ne? Wann kommt der Effekt, dass er nicht im Rückwärtsgang ist, ne? Mhm. Das ist halt auch so, die Prüfer warten dann auch sowas, die sehen das ja schon. Und denken sich so, oh, der Container. Okay. Und meine Füße sind halt komplett. Und du denkst dir, oh, mein Auto. Nee, ich meine, ich bin halt schon so, pssst, hier Cobra 11. Ne? Meine Fühler gehen schon so langsam raus und wenn du dann. Ich bremse halt wirklich, wenn da nur noch. Ein Pfandcoupon zwischenpasst. Nicht mehr viel. Ne? Wo muss dein Fuß sein? Wir wollen dann umkehren und zwar hier, dann so parallel zu dem Bordstein. Du bleibst einfach ganz normal hier einfach stehen, Blinker rechts.
dass du hier wenden kannst und in so einen Kreis fahren kannst, weiß ich selber. Das ist mir schon klar. Genau, diese Special-Fähigkeit, die brauchen wir nicht. Lass dir Zeit, langsam, so langsam wie es geht. Wie beim Bergparken genauso. So langsam wie es geht. Versuch hier nicht ganz so weit wegzufahren. Also, dass ich quasi hier in die, wie als wenn ich die Kurve fahren würde, wenn ich rauskomme. Nur rückwärts, ja? Genau. Also, dass jemand trotzdem noch hier reinkommt, während du dein Manöver durchziehst. Und wir nicht hier komplett den ganzen Platz St. Martins-mäßig sperren müssen. Ja. Wo fahren wir lang? Ach so. Ich habe den schon alles gemacht, hast du ihn wieder nicht gesehen? Ich wieder nicht gesehen. Ah, der passt nicht auf. Ja. Müssen Sie auch gerade an Brüste denken? Das hier ist übrigens fast das einzige Gebiet, das ich kenne. Ja. Wenn du jetzt gerade ausfährst, wie schnell darf man da fahren? Ja, wenn du das schon jetzt sagst, dann wahrscheinlich 50, ne? Da steht ja kein Schild, ist auch genau richtig. Das ist das einzige Gebiet, fast das einzige Gebiet, das ich kenne, wobei 50 km/h rechts vor links ist. Jetzt habe ich eigentlich hier ein Schild übersehen? Was heißt übersehen? Vorfahrt gewähren, ist jetzt so. Habe ich übersehen. Okay. Hast aber dich trotzdem gut fahren. Ja, der kam so schnell, der hat irgendwie keine Anzeichen gemacht. Da habe ich mir gedacht, ich muss was übersehen haben. Man kann ja auch manchmal zusammenreiben, ne? Hat geklappt. Hat geklappt diesmal, ja. Mhm. Ja, ist richtig. Und dann Anton. Mustafa, guck dir das hier auch gut an, weil das Komische ist, wenn man hier durchfährt, ist halt diese 50, ne? Ich will gar keine 50 fahren, ist das auch in Ordnung? Ja, ja, da denkt man schon so, Alter, wie soll ich hier 50 fahren? Die LKWs sind alle parken so komisch und irr. Und dann ist hier halt rechts vor links. Fuß über die Bremse, so, kannst im zweiten. Ja. Kannst im zweiten Gang gehen, wenn du willst, ist okay. Ja, ich war jetzt. Ja, ist okay. Am Ende. Man sieht hier da nichts, deswegen. Er muss ja auch nicht so ernst gucken, der Typ. Voll gut, wir gucken beide voll in unterschiedliche Richtungen. Ich so links und du so. Wir arbeiten zusammen. Ja, das ist sehr gut. Ich würde sagen, geht. Von welcher Seite kommen die Autos denn zuerst? Welche sind zuerst für dich gefährlich? Wir fahren ja links jetzt, ne? Ja. Blink nochmal. Also wenn du jetzt einfach blind nach vorne fahren würdest, wer würde dich als erster wegrammen? Nee. Das heißt, da musst du zuerst hinkommen. Achso, da machst du im Hinblick so dein Hauptaugenmerk. Dein Hauptaugenmerk ist auf denen, die dich zuerst wegrammen können. Ja, okay. Genau. Das macht auch irgendwie Sinn. Ne? So, jetzt bleibst du halt mit den Augen erstmal links. Ja. Die ganze Zeit. Tastest dich so weit nach vorne, bis du ungefähr einschätzen könntest, das könnte klappen. Dann guckst du mal nach rechts. So. Jetzt fährst du langsam weiter. Und auf einmal hast du eine viel, viel größere Sicherheit. Weil du wieder kein Glück brauchst, sondern du hast es gesehen. Deswegen fährt der Prüfer gerne diese unübersichtlichen Stellen an, um zu sehen, raffst du das oder brauchst du Glück? Mit Glück kommen wir halt nicht weit. Herbe die Löwenzahn, die ist viel übertrieben. Fahren wir links weiter. Also gucken, ob wir wieder auf, ob wir wieder online sind. Jawohl, Cobra 11 nimmt wieder auf. Da, 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 da. Ja, man treibt voll, Alter. Macht der Druck oder was? Was ist jetzt los? Ich Soundbooster an. Ja, echt, ey. Sonnenbrille zu eng. So ein Auto mit Lichtern, ey. Ja. Oh, ich will alleine machen. Oder der hat sich gefreut über unsere Felgen.
Mary, long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from? Cut Nigel. Ding, ding. Ja. Wieder habe ich dich gekriegt. Scheiße. Guck mal. Aber das ist aber auch ein Mistding, komm, ne? Komm, ist ein Drecksschild. Gebe ich dir recht. Aber das ist alles eine sehr dünne Diskussionsgrundlage. Ja, alles gut. Du machst das, ne? Ja, ja, ist hier alles. Die Sache läuft. Kalle hätte gesagt, das wäre die Preis gewesen. Mhm. Kupplung durch. Ich versuche noch ein, zweimal die Schere reinzulegen. Weißt du, was witzig ist? Nee. Und jetzt einmal eben auf dem Weg von da hinten bis hierhin habe ich mir gedacht, ich bin ja nicht blöd. Ne? Der wollte mich ja noch viermal mindestens reinlegen. Ich denke mir, wann kommt das denn? Ich habe da gar nicht mehr so viel Zeit. Ja. Bums, bums. Erledigt. Ja. Am rechts, oder? Ja. Ja, oder? Das oder? Ja, kann ja auch sein, dass du mir jetzt wieder sagst, bitte wenden. Ach so, ja, nee, wir machen dann tatsächlich hier. Wenn wir jetzt hier rechts fahren, fällt dir wahrscheinlich auf, dass die Straße so schmal ist, dass zwei Kraftfahrzeuge nicht ungehindert aneinander vorbeifahren können. Mhm. Boah, ich mag das überhaupt nicht, diese Gesetzestexte zu sprechen, dann geht mir schlecht. Das heißt, du musst so schnell, / langsam fahren, dass du immer innerhalb der halben Sichtweite anhalten kannst. Das bedeutet, wenn jetzt von vorne einer angeballert kommt, musstest du schaffen, dass du stehen bleibst und keinen Crash machst. Mhm. Ja, und rechts vor links ist natürlich auch noch dabei. Mhm. Wo muss dein Fuß sein? Genau. Und jetzt kannst du wieder drücken. Bin aber auch pingelig, ne? Sag mal, nee, ist ja auch richtig, ja, ne? Okay. Ja, also, nein, du hast ja vollkommen recht, Alter. Das kostet ja auch ein Schweinegeld, wenn ich da nochmal rein muss. Ja, genau. Das ist ja so auch. So sieht es nämlich aus. Dass du rechts rüber fährst. Das ist sehr gut. Und dein Fuß geht nämlich voll über die Bremse und alles an. Sehr gut. Weißt du, was ich gestern Abend getrunken habe? Corretto. Corretto ist Espresso mit Sambuca. Alter. Bam, Alter. Geil? Ja. Geht erst das linke Auge auf wie so ein Lichtschalter. Klack, ich kenn und dann das kommt das rechte Auge. Klack, und dann sagst du. Nennt man so, das nicht Füßchen? Weil das eine schwimmt doch, das hat doch irgendwie... Das Fußfehler, da ist Baileys mit Sambuca. Das ach, Baileys das mit ist auch mies, ja. Okay. Ja, aber nee, das war Espresso mit Sambuca. Das ist so ein bisschen wie, ich weiß zwar nicht, wie das Pep mit Koks gestreckt oder andersrum. Also das muss aber auch knallen, denke ich. Und, das ist, schneide ich aber raus. So, ruhig zweite Gang. Altersbeschränkte Freiheitsversion. Wie die Bäume hier blühen, ich gehe kaputt. Ich erlebe hier gerade meinen 6. Frühling. Mach dir keine Sorgen, alles wird gut. Fahr links, wir haben ihn, fahr links. Kann ich noch einmal telefonieren? Einfach stoppen. Nur so weit ich weiß, man will immer, das ist man, genau, man hat immer diesen innerlichen Wunsch, aber tu es nicht. Einfach, und wenn du wieder losfährst, geh mir auch oder? Ja, ja. Schon, sorry, Mann. Sorry. Nee, mach mal ruhig. Kupplung. Also, ist im Keller, hast du sie irgendwo? Achso, ja. Ja. Okay, jetzt bist du dann. Bremst wieder. Meter zurück. Mhm. Langsam einfach, weil da kommt auch schon einer. Aber fahr trotzdem den Meter zurück, sonst kriegen wir die Kurve eh nicht. Genau. Und einfach stopp. Jupp. Genau, wir fahren jetzt rechts weiter, sehr richtig. Und oben rechts hängt noch mal so ein Schild im Gebüsch. Auch richtig mies. Ich kann das mal hier einmal so machen, dass man nämlich überhaupt nicht erkennt. So, und jetzt halt erster Gang und nichts mehr. Ja, Antonio sei wachsam. Ist mies, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja. ja, ich muss aber auch sagen, das ist gut, dass dir das jetzt passiert, weil da ärgert man sich sehr drüber. Ja. Und bleibt dann hin, ne? Bleibt dann wach. Ja, ja. Wobei, ich mir das heute so angucke, ich war nicht wach. Ja, es ist ja auch noch nicht zu Ende. Dum, 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 dum. Ja, vor die Kampfhunde, ne?
Sekretäre aus. Außer mein Cousin und ich. Ich fand das ziemlich witzig. Rechts fahren wir weiter. Ach, guck mal, hier waren wir doch schon mal. Aha. Ja, guck mal einer an. Wenn ich euch ein Geheimnis verraten darf, ich mache das aber immer so, dass ich die Fahrstunden viel schwerer gestalte, als die Prüfung nachher ist. Das liegt daran, dass ihr dann nachher in der Prüfung denkt, was, so einfach war das? Ja, voll gut. Dann ist das okay. Ja. Aber erstmal denkt man, ach du Scheiße, wie soll ich das denn jemals schaffen? Ja, in manchen Situationen denke ich mir auch noch, boah, ist das vielleicht so richtig, Idee schon am Dienstag? Aber ich versuche mir auch wirklich jetzt richtig voll, arschvoll Ruhe. Ist mir egal, was die anderen machen. Aber sehr gut. Klappt auch nicht, noch nicht immer, sagen wir es mal so. Ja, ich habe hinten drauf auch jetzt einen Aufkleber. How is my driving? Call meine Nummer. Geht dann die Telefonseelsorge. Ja, ich wollte mal was sagen. Sie fahren ja. Hallo, was kann ich für Sie tun? Bin ich da richtig? War mega. Wir haben zwei schlechte Facebook-Bewertungen bekommen. Mhm. Die eine, weil ich mit zu lauter Musik durch die Stadt gefahren bin. Hat einer geschrieben, ob das irgendwie wohl richtig wäre oder ob ich da Vorbild und so. Hätte ich jetzt im zweiten bleiben können? Nee. Und die zweite schlechte Bewertung habe ich bekommen, weil wir einfach am Berg zwei, dreimal abgewürgt haben. Aha. Und da muss sich wohl jemand hinter uns richtig aufgeregt haben. Ja, das ist stark. Und links weiter. Und dann hat er sich noch die Mühe gemacht und noch eine Facebook-Bewertung geschrieben. War richtig gut. Aber mit solchen Bewertungen kann ich leben. Das ist okay. Ging ja voreinander ab, ne? Du hättest wahrscheinlich jetzt eigentlich gesagt, war es zu risikoreich. Jetzt habe ich es gemacht. Jetzt ist es passiert, Herr Prüfer. Tut mir leid. Kann ich Ihnen Cappuccino ausgeben oder so? War jetzt aber nur verkehrt, weil dahinter noch jemand gekommen ist, oder? Richtig. Weil, ja, du merkst das Gefühl dabei, oder? Ja, ich habe kein gutes gehabt. Also kein sicheres. Genau. Und das merkt der Prüfer. Und es ist Latte, ob du durchziehst. Was war jetzt? Ist für wen? Für die Erika, die ist ja. Ne? Ich darf. Toll. Genau. Gut. Es ist, naja, immerhin gesehen. Es ist Latte, ob du das, ob du durchziehst oder stehen bleibst. Es geht um das Gefühl, das du dabei hast. Und wenn du eine sichere Entscheidung triffst, ist die gut. Aber die war nicht sicher. Mhm. Die Entscheidung. Und das ist das Problem. Ist hier nicht 30? Nö. Auf der anderen Straße war 30. Aber da du ja so schnell abgebogen bist, hattest du gar keine Zeit zu realisieren, was überhaupt abging. Und das ist die nächste Konsequenz. Ist doch 30. Ist doch 30. Was? Ja, ich bin gar kein Fahrlehrer. Ich bin der Ole. Mach hier einen Ferienjob. Jetzt muss ich aber nicht anhalten, oder? Wie du willst, Alter. Außenspiegel ist ein SUV. Mach ihn kaputt, Junge. Boom, ist mein Feuerball. Ja, ist stabil, das Auto. Keine Angst. Angeblich 16 Airbags, Alter. Mhm. Alleine 3 im Sitz. 4, 5, Lenkrad 6, 7. In den Gurtstraffern sind auch so Dinger, die ziehen zurück. Im Dach hier sind auch welche drin. Also selbst Seitenaufprall mit 60 ist kein Problem. Und rechts weiter. So langsam kriege ich richtig Hunger. Warte. Da oben ist ja das Schild, ne? Das hier rechts. Hast du gesehen, ne? Macht dann so. Im Kopf 1, 2. War da nicht lang genug? Geh im Kopf die Nummer durch. Okay. Weil sonst passiert dir das, dass du gedacht hast, dass du gestanden hast. Das ist das aller Worst Case, was dir passieren kann. Und dann sagt der Prüfer, nee, hast du nicht. So, hab ich nicht? Er so, nee. So, aber ich hab gedacht. Und er so, nee. Und er so, dann, okay, wir sehen uns in 2 Wochen. Und du so, was? So, ja, die Zahlen. Und das bockt halt nicht. Ne? Deswegen bleib stehen, zähl im Kopf, 21, 22, 23 und dann mach weiter. Ob da einer hupt oder klatscht oder so, ist völlig egal. Zieh das durch. Ja,
Schild ist, sind wir raus. Brauchen wir uns um gar nichts kümmern. Oh, hier ist aber pollenmäßig auch kein Problem hier, ne? Einmal tief einatmen. Und legst dich direkt auf den Rücken. Links weiter. Das ist aber immer gut spät, ne? Ja. Machst du absichtlich? Nö. Ach, ich bin so ein Horst, ne? Ach, der zweite Gang ist okay. Ist Latte, ärgere dich nicht darüber. Ja, aber ist auch nicht so cool, dann in der... Das ist quasi alles, was ich dir beibringe, ja, ist dafür da, dass du später ein gutes Auto fährst. Ja. Wenn du das in der Prüfung nicht direkt so umsetzt, ist das nicht schlimm. Aber du weißt, was richtig und was falsch ist. Mhm. Darum geht's. Du machst es fünfmal richtig und einmal falsch, sieht der Prüfer, du kannst das, kommt ein bisschen Nervosität dazu, ist nicht so schlimm. Fangen nicht in der Prüfung an zu sagen, oh ja, jetzt habe ich eh verkackt, weil da habe ich so und das. Ah. Aber ein Scheiße darf ich doch sagen, wenn ich weiß, dass ich alles verkehrt gemacht habe. Ja, ja, mach doch, aber es interessiert halt auch keinen. Ja, okay. Außer dich. Ja. Also ich weiß das, der Prüfer weiß das, das ist kein Geheimnis für niemanden von uns. Und ob du sagst, ja, scheiße, sag lieber, okay, fuck, krieg ich schon hin, mach zieh weiter durch. So, für dich, mental. Diese Straße hier ist echt eng. Ausweichen geht nicht, wegen Bordstein. Bisschen links nochmal eher. Genau. Und wenn es zu eng wird, weil hier auch LKWs oder Busse entgegenkommen, bleib einfach stehen. Und dann rechts weiter. Dürfte man auch jetzt gerade stehen bleiben? Ja. Ich wäre erst hier rechts geblieben und dann Innenspiegel, Außenspiegel, Schulterblick und dann rausgefahren. Du hast jetzt das einfach chillig gemacht, du bist einfach rübergefahren, ist okay. Das sieht der Prüfer. Und dann guckt er halt nach, was du so für ein Typ bist. Ob du so ein generell chilliger Typ bist oder ob du einfach auch guckst. Such dir bitte eine Stelle zum Umkehren aus. Was denn? Ich hätte, glaube ich, lieber die genommen. Nein, ist genau richtig so. Ja? Ja. Beste, was machen kannst. Warte. Ich simuliere. Lass dir Zeit. Langsamer von mir aus. Bleib einmal kurz stehen. Guck komplett auf die andere Seite, ob da Kinder mit, ob da Kinder mit dem Tretroller kommen oder eine Frau mit dem Hund oder was weiß ich. Und dann fährst du langsam weiter. Aber bleib einmal stehen, ab der Hälfte ungefähr. Und sicher dich ab. Kostet nichts und bringt viel. Du hast es jetzt richtig gemacht.
Bleib ganz kurz stehen. Das ist gut. Guck mal, wenn der Passat da rumfährt, fährt er dir voll entgegen. Ja. Du bist richtig. Der blaue Pfeil zeigt dir, dass du hier rechts lang musst. Ja. Ja, völlig eben. Mich hat das irritiert, dass du schon so angefangen hast. Ja, stell dir vor, ich hätte nichts gesagt. Ja. Ja. Ja, bist du da drauf? Nö, mach du jetzt. So, da oben rechts ist Vorfahrt gewähren. Ja. Das heißt also, du fährst hier langsam ran, aber gleichzeitig schon mit der Beobachtung rechts und links eventuell durchzurollen. Okay, jetzt viel zu viel los, ne? Langsam weiter. Gut. Hast du gemerkt, ne? Die linke Spur wäre Katastrophe gewesen, ne? Mhm. Da muss ich dann auch eingreifen, weil da kann ich uns nicht langfahren lassen, ja. Weil wenn dann da einer kommt, dann... Ja. Habe ich noch eine schlechte Facebook. Jetzt habe ich wieder nicht auf die ganzen anderen Sachen geantwortet. 50? Du kannst ja, also wenn du dir nicht sicher bist. Spätestens da, ne? Genau, also spätestens da, jetzt ist es gemerkt. Und oder du guckst halt in deinen Tacho, oder ist ja dieses 30er-Zone. Genau. Wenn man nichts sehen kann, geht man runter, bremst und nimmt eventuell sogar einen zweiten Gang. Mhm. Weil ich will nicht, dass du Glück brauchst wieder hier in der Prüfung. Hier wird die Straße für beide enger, langsamer und Kupplung und Stopp. Viel langsamer hier. Ich fahre extra hierher, weil die Strecke Katastrophe ist. Nicht fahren. Der lässt dich, hast du gesehen? Mhm. Dann fahr. Spiegel, Schulterblick und ganz raus. So. Nicht so fahren, dass er auf den Keks kommt, gemeinsam mit dir da durchzufahren. Weil der fährt vielleicht schon 5 Jahre Auto und kann sein Auto auf Zentimeter genau abschätzen. Du eher auf Dezimeter. Das heißt... Da kommen gleich nochmal so Verengungen, wo da so rot-weiße Baken sind. Siehst du die? Ja. Wenn, du musst das jetzt mit dem Gegenverkehr abgleichen. Entweder du oder er. Aber für wer auch immer sich entscheidet, fuck off, ist eine Latte. Bleib stehen. Einfach stoppen. Jetzt erster Gang. Ja, Spiegel, Schulterblick und ganz raus. Ganz raus. Ja, weil ganz raus. Und fahren. Entschuldigung. Okay, ein zweiter Gang. Okay, Kupplung los. Kupplung los, kein Gas geben, eher bremsen. Genau, erster Gang oder zweiter kannst du rollen, Schulterblick, ganz raus. Komm nicht auf den Keks hier, das irgendwie... Mach's nicht. Mhm. So weit wie möglich links raus. Scheiße, genau. Ja. Genau. Beobachte auch hinter dir und dann locker und so weit wie möglich wieder rüber und wieder rüber. Wenn das nicht geht, bleib stehen. Der einzige, das ist der Grund, warum der Prüfer hierher fährt, weil er sehen will, ob du die Eier hast, hier stehen zu bleiben. Spiegel gucken, Schulterblick und raus. Genau. Ohne den Schulterblick nicht rausfahren. Jetzt musst du wieder eine Entscheidung treffen. Du oder der andere. Dann bleib auch 10 Meter davor stehen, dass du nicht so zickzack fahren musst. Ne? Voll gut. Siehst du, wie knapp die manchmal da vorbeifahren? Mhm. Da könnte man auf die Idee kommen, ach, da passe ich ja durch. Tu es nicht. Hast du gesehen? Spiegel, Schulterblick, Spiegel, Schulterblick. Und ganz raus. Danke. Latte. Kann passieren. Und dann ist alles gut, alles geregelt. Es gibt zu... Kein Moment, irgendeine gefährliche Situation. Aber fahrt ihr da durch und macht das knapp, dann freuen sich die anderen und ihr fangt richtig an zu schwitzen. Wir fahren geradeaus weiter. Genau. Du musst auf beide gucken. Also die und die. Weil du ja schon. Das aber die treffen mich doch zuerst. Richtig, richtig, sehr richtig, gut. Sensationelles Argument. Sensationelles Argument. Aber die kommen relativ fix hinterher. Ja. Ich krieg von allen eine Abnahme. Ja, mit Handy, ne? Ist schwierig. Ja, das schneide ich raus. Soll ich die danach mal zu belangen? Doch. Wie schnell darf man hier fahren? 50. Ja. Das ist noch richtig geladen. So, aus dem Kreisverkehr
in die zweite Straße wieder raus. Gibt's wahrscheinlich nur zwei. Aber der Prüfer sagt ja was. Der sagt so wie ich, wir fahren die zweite Straße wieder raus. Gibt's das nicht? Nö. Also an der Stelle gibt es kein geradeaus, deswegen sagt er das. Nicht über die weiße Innenlinie fahren. Die ist nur für LKW. Ups, schon. Bin da dran. Ja, ich sag mal, du hast hier über die Backe gelegt. Ist okay. Das dürfen nur Busse und Fahrzeuge, die nicht anders können. Ja, aber mit dem Wagen. Das ist fast wie ein Bus. Nee, verstehe ich, alles klar. Aktiviert die Glocke. Ach so. Und da musst du das immer wieder miteinander synchronisieren, sonst passt das nicht. Habe ich hier einen Anforderungskontakt oder was? Ja, hast du, aber. Den haben wir wohl schon. Haben wir jetzt erreicht. Aber ja, sag, ne? Deine Sprite nicht vergessen. Das sagst du aber jedes Mal, ne? Ja, wir machen das schon. Any questions? Nee, erklär mir alles, dann sieht's da. Zieh durch, ne? Ja, ich habe jetzt gerade ein bisschen Druck. Alles klar. Was auch immer er gesagt hat. Was braucht er? Weiß ich doch nicht. Seine Kippen braucht er. Hey, John Wayne. Was? Lucky Strike, Mann. Oh, yo. Ja. Perfekt. Danke dir. Ja, gerne. Ciao. Ciao. So, ja, das war die Fahrstunde mit Simon. Ja, der ist ein stressiger Bursche, der muss jetzt noch arbeiten bei dem Wetter. Armer Junge. Ja, nicht vergessen, liken, abonnieren, die Glocke aktivieren, sage ich jetzt, ne? Die Glocke aktivieren. Genau. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ja. Hakan, hast du Bock zu fahren noch? Ja, kann ich. Ja, dann mach du, weil ich hab schon Schein. So. Dann kannst du dich nach Hause fahren. Gerade wurde zu diesem einen Mann, ne, rechts an der Ampel, der Peace gemacht. Ja? Yes? Kannst du den? Nein. Nein. Der hat irgendwie voll so richtig so, war der Akku drauf. Ja? Ja. Es ja, gibt es. Ich sehe noch so, er schimpft und so, ja, okay, reicht. Ja, das ist so, die Menschen sind immer so, das kann nicht sein. Und wenn du dann so irgendwas machst, womit die überhaupt nicht rechnen, sowieso so, hallo. So, ja, was ist los? Ja, ja. Ja, aber du hast gemerkt, das hat die Situation unterbrochen und der hat nachgedacht. Vielleicht ist er jetzt ein bisschen mehr happy. You never know. So, genau, macht dir alles cool, passt. Dann Handbremse wieder los. Sauber. Erster Gang. Wir fahren. Der läuft schon, genau. Wir fahren zu dir nach Hause. Von wie auch immer du fahren willst.